So, willkommen Freunde, mit der letzten Aufnahme war alles in Ordnung. Wir können jetzt weiter zocken, ich habe auch noch genug Platz auf der Platte. 25 GB Aufnahme, das geht sogar noch. Alles gut, aber man hatte da schon mal, da habe ich dann irgendwas aufgenommen und dann hatte ich die Arschkarte. Und dann brach auf einmal die Aufnahme ab und dann war alles futsch. So. Tja, wie kommen wir jetzt nach oben? Ach klar, ja. Natürlich wie immer hier, das müssen wir nochmal ein bisschen einsammeln hier. Und zwar natürlich so. Prima. Mysteriöse Samen, du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Er leuchtet schwach, vielleicht gibt es jemand, der weiß, was für ein Samen es ist. Sehr gut. So, jetzt bin ich natürlich ein bisschen überfragt, weil wir sind jetzt hier oben. So, wir wechseln jetzt nochmal die Waffe. So, genau, Schwert. So weit dreht sich alles. Wir können jetzt... Hier haben wir keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ach, hier können wir weiter. Alles klar. Super. Ist natürlich die Frage. Jetzt hier weiter. Auf jeden Fall haben wir schon eine Qualle gesehen. Da hängt. Oh! Alter, was ist das denn? Hui! Hier war eine faulige. Vorwärts, Beeilung. Ach, gibt's doch gar nicht. Aber wir haben's schon richtig gemacht. Schade, dass er nicht irgendwo zwischenspeichert. Das haben wir doch super gemeistert hier. Jawohl, wir haben's. War übel. Das ist aber vorprogrammiert. Da konnte man nichts machen. Aber die große Mühle läuft wieder. Boah, heftig, heftig. Ich glaube, es geht gleich weiter. Ne? Obwohl, die helfen mir. Das Vieh ist abgetaucht. Das Wasser fließt wieder. Oh, wir haben es geschafft. Ich dachte schon, wir haben irgendwas übersehen. Hell und sauber, schnell und klar. Du bist äußerst mutig. So mutig, so nass. Wir müssen es Quollock erzählen. Heute ist ein Freudentag für das Ganze. Lalala. So. Jawohl. Stillen Zähne. Dann hoffe ich doch, dass wir da jetzt rüberkommen. Aber wir haben jetzt einen Vorteil. Wir können natürlich jetzt unheimlich viel machen. Das ist wirklich ein Riesenvorteil. Mit so viele Fähigkeiten. Wir können jetzt hier lang quasi.
Wir sind jetzt quasi hier. Wir müssen dann gleich nach unten. Genau. Jetzt heilen wir uns erstmal, weil ich wieder so ungeschickt war. Da geht es natürlich nicht weiter. Wir haben jetzt hier fett aufgerüstet. So, wir müssen erstmal gucken, wo es denn jetzt hier da überhaupt lang geht. Da geht's lang. Ich bin schon genau richtig. Hey. Genau, spring doch mal rein. Ja, genau. Ori, so muss das sein. Feiner Ori. Jawohl. Genau, richtig. So, wenn wir jetzt die Karte uns angucken, kommen wir schon näher. Sehr gut. Ja. Also wir müssen hier komplett rüber. Boah, das war aber knapp. Schon wieder ein Stück weiter. Sehr gut. Nach oben. Oh, wer war das denn? Mutter, der hat sich ja eben ein bisschen versteckt vor uns. Stell dir vor, auf was für Abenteuer diese Moke mit einer Abenteuerrüstung gehen könnten. Angesichts der seltenen Kräuter, die sie ja dir gab, scheint sie ja ein Talent dafür zu haben. Die wachsen nicht einfach irgendwo, weißt du, deswegen würziges Moormuschelsuppen, ja eine solche Delikatesse, aber um sie zu meistern, braucht es einen echten Koch. Glaub mir, ich habe eine Zunge oft genug verbrannt, um das zu wissen. Möchtest du Aufzeichnung sehen? Ja, gerne. Okay, sehr schön. Bis bald. Jetzt gucken wir mal. Kartentechnisch müssen wir noch weiter rüber. Wie stimmt? So, den kann ich jetzt das Erz geben. So. Ich werde mich gleich darum kümmern. Geil. Der kümmert sich auf jeden Fall darum und er entfernt die ganzen Pflanzen, ja? Super. Lebt wohl, Dorn. Die Lichtung wird von Tag zu Tag schöner. Jetzt haben wir nur noch zwei Erz, ne? Bereits vollständig verbessert. Hier fehlen uns zwei. Schade. Tocken wir irgendwas für uns? Das ist doch schon viel besser. Vielleicht fange ich wieder an zu angeln. Jetzt, wo all die sauren Wasser durch die Lichtung fließt. Nehmen an, diese Veränderung habe ich dir zu verdanken. Sag Bescheid, wenn du weißt, wie sich der Rest beheben lässt, ja? Das Wandern fällt mir nicht leicht, wenn überall Asche ist, so wie die Toten bei Osten. Und wenn der kreischende Schatten fliegt, dann bleibt der kluge Vogel zu Hause. Schön, dich wiederzusehen. Und das ist ein Stück. Und das in einem Stück. Und wir beide haben gefunden, wonach wir gesucht haben.
Oder es hat uns gefunden. Es ist nicht leicht, mich zu beeindrucken, aber ich gebe zu, dich unterschätzt zu haben. Steh zu deinen Diensten, wann immer es notwendig sein sollte. Willst du deine Fähigkeiten verbessern? Zu wenig Geisterlicht. Oder würde ich sagen, wie ich immer sage, wir haben einfach zu wenig Tacken. Zack, zack und hier hoch. Weil ich nach den Stürmen auf meinen gefrorenen Garten geflohen bin, habe ich schon so manche Neuheit gesehen. Aber einen Geist, meine Familie erzählt mir Geschichten, dass deinesgleichen eins jene Länder durchstreifte, mit denen ich ein Fremder bin. Ich beschwere mich nicht, wohlgemerkt. Ich hatte beinahe das Gefühl von weicher Erde an meinen Fingerspitzen. Aber es fühlt sich noch nicht wie ein Zuhause an. Hast du Samen gefunden, Geist? Ja. Dann fangen wir an. Ebenso wie der Einfluss des Mondes auf die Gezeiten scheinen die seltsamen Pflanzen eine eigenartige Anziehungskraft auszuüben. Wir hatten immer einen Strauß von ihnen auf den Tisch, damals in unserer kleinen Hütte. Meine Mutter liebte sie. So, die Samen wurden noch nicht entdeckt. Wahrscheinlich geht es dann hier rechts nicht weiter. Hier überhaupt richtig sind. Ja, sind wir. Wir haben noch unsere geile Waffe hier. Genau, die erledigt doch alles für uns. Geilen Schmetterling hier. Zack, und Ruhe im Karton. So, wir müssen rechts rüber. Das heißt, ja, wir sind genau richtig. Hier lang, ne? Na, wahrscheinlich geht's. Eigentlich müssten wir jetzt nur rechts rein. Ja. Ach so, geht ja auch hier weiter. Alles klar. Ey. Ungeschickt. Ungeschickt. Gibt's ja nicht. Mann. So, jetzt sind wir aber schon fast da. Sehr gut. Jetzt können wir dem Frosch sagen, was los ist. So, Manni. Mokidomise. Dolofuale. Nomine du Schismo, o Walo. Moki do Schek da so. Kor. Nomo for. Drofabo.
Okay, jetzt geht's gleich weiter in den Dunkelwald. Gefallene Freundin. Sehr gut. Der Frosch müsste jetzt eigentlich den Weg freigeben. Jawohl, hier geht's weiter. Ah, die helfen uns. Oder helfen die mir? Die Mühle ist wieder in Betrieb. Das Wasser fließt sauber. Quietschende Mühle. Rauschendes Wasser. Jetzt können wir fischen. Jetzt können wir schwimmen. Toll. Ich dachte, ich krieg nochmal so ein Abschiedsgeschenk oder so. Ah, jetzt kann ich ja auch tauchen wahrscheinlich. Weil das Wasser ja nicht giftig ist. Aufpassen hier, ich brauche Luft. Lässt sich aber gut steuern, also das muss ich sagen. Wenn jetzt so viele Dinge Schrott waren, aber das funktioniert hier ganz gut. Alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. Das heißt, die schießt mir sozusagen den Weg frei. Ich bin gezwungen. Schnell Luft holen. Ja? Das ging aber fix. Haben wir hier gleich Luft? Wahrscheinlich sogar besser. So, und hier bin ich jetzt gezwungen, dass die mir den Weg freischießt hier. Muss mich hier hinstellen. Komm, schieß. Ja, warum stirbt der denn gleich? Ich kann doch da Luft holen, ey. Das finde ich schon wieder so ein bisschen übertrieben. Also ich bin schon an der Oberfläche. Und es haut nicht hin. Weißt du? Was ich meine, es ist totaler Blödsinn. Ja, dann muss er jetzt hier mal ein bisschen schneller schießen. Los, komm, komm. Es wird doch schon wieder nichts. Nee. Ja, ich bin da halt von abhängig. Okay, aber der erste Weg ist der richtige. Also wir müssen jetzt hier lang. Dann müssen wir da lang. Ein bisschen schneller und holen hier unsere erste Luft. Sehr gut. Wir schwimmen natürlich gleich hier unten lang. Los, schieß endlich. Und gleich nach oben. Wir kriegen jetzt hier Luft. Dann geht's gleich nach unten. Hier nach oben. Okay, wo gerade sagen die Frage, wo es lang geht. Aber ganz klar hier. Oh, wer kommt da denn an? Ey, sieht aber übel aus. Alter. Vorsicht, Ori, dieser Wald ist uns nicht wohlgesinnt. Müsste wohlgesonnen heißen. Er gehört jetzt ihr. Okay. Oh, da geht man auch gleich drauf. Kann man sich nicht viel erlauben. Ne, keine Chance. Auch keine Chance.
willst du denn machen, wenn du... Wie willst du denn hier weiterkommen? Du hast ja keine Möglichkeit. Warte mal, kann ich die... Ja, ich will mal was probieren. Wir stellen mal auf Bogen um. Ah, alles klar, das geht. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Super. Oder wir können uns... Hä, der hat das doch auf vorhin Platz gemacht. Ja. Okay, was haben wir denn noch? Hier mit aus. Freunde, wir machen mal Folgendes. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Wir haben ja diese Flucht gehabt. Die Fluchtszene, die war richtig extrem. Dann mache ich jetzt erstmal eine kurze Pause. Guckt euch das an, lasst mal ein Abo da, Like nicht vergessen, ein paar Kommentare. Und jetzt sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr mal ein Like da lasst. Und dann würde ich sagen, bis dahin.